Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Renate Hendricks, darf ich dir widersprechen? Gleich am Anfang. Ich finde, bei euch brauche ich nicht zu fragen, dann mache ich das so. Nein, ich muss jetzt der lieben Kollegin einmal sagen, ich muss jetzt hier widersprechen, der Antrag war dringend nötig, weil der Bericht der Ministerin ja offensichtlich gar nicht verstanden worden ist. Deswegen müssen wir noch mal nacharbeiten im Ausschuss mit diesem Antrag und dann kann man das Ganze noch mal wiederholen und kleinarbeiten, damit es auch der Letzte und die Letzte versteht. Ich finde, da muss man manchmal noch nachgehen. Also deswegen sei mir das erlaubt, das so zu widersprechen. Wir sind längst, ja, aber Frau Vogt, jetzt frage ich Sie wirklich. Die Ministerin trägt vor und Sie sagen, es gibt kein Konzept. Das ist wunderbar, wenn Sie den Bericht gelesen haben und wenn Sie sich vergegenwärtigen, dass da sehr genau aufgeschrieben ist, was wir an Infrastruktur im Land haben, auf die wir aufsetzen können. Sie waren ja sogar da mitbeteiligt. Das war nicht eine richtige Entscheidung, 2009 das Thema Deutsch als Zweitsprache in der Lehrerausbildung zu verankern. Und es ist eine richtige Entscheidung. Da haben Sie sogar die Stellen nicht abgebaut, zwischen 2005 und 2010 Integrationsstellen vorzusehen, weil wir längst eine Schule in der Migrationsgesellschaft haben, weil wir längst eine Migrationsgesellschaft sind. Und darauf ist dieses System wie kein anderes Bundesland vorbereitet, dass wir nacharbeiten müssen im Zuge dieser Entwicklung, die so hat niemand absehen können. Das ist doch vollkommen klar. Aber dass wir diese Ressourcenhausaufgaben gemacht haben, das ist doch sehr deutlich geworden. Das war im Schulausschuss schon sehr deutlich in der Beratung. Einbringung des dritten Nachtrags, das haben wir hier heute auch zu Ende geführt, zu einem guten Ende geführt, das dafür sorgt, dass jetzt zügig auch die Stellen sofort besetzt werden können, sodass allen Kindern in Nordrhein-Westfalen die zusätzlichen Lehrerstellen zugutekommen. Und das ist wichtig. Zum Thema Infrastruktur. Frau Vogt, darf ich Ihre Aufmerksamkeit noch einmal erheischen? Infrastruktur heißt auch, die kommunalen Integrationszentren wahrzunehmen, die regionalen Bildungsnetzwerke wahrzunehmen, wo die Koordinationsarbeit stattfindet. Und im dritten Nachtrag werden auch die kommunalen Integrationszentren noch einmal gestärkt. Da ist genau diese Verknüpfungsarbeit ganz wichtig. Und sehr geehrte Frau Bunse, wenn Sie die BA ansprechen und die Koordination, da bin ich ja sehr froh, dass Herr Weise jetzt in beide Richtungen arbeitet, sowohl was die Anerkennungsfragen angeht, wie auch die Kompetenz aus der BA angeht. Vielleicht geht das dann da auch zusammen. Und da sind wir auf die Kooperationspartner im Bund angewiesen, Frau Bunse. Das ist eine ganz neue Entwicklung. Da muss man schauen, wie Herr Weise das Ganze denn stemmen kann und wie wir mit den RAs dann auch umgehen können vor Ort und wie das gelingt. Ich nehme vor Ort wahr, dass sowohl die Handwerkskammern, dass sich die Industrie- und Handelskammern entsprechend offensiv aufstellen, dass überall diese Dinge laufen und dass sie ihren Anknüpfungspunkt in den regionalen Bildungsnetzwerken finden, in den kommunalen Integrationszentren. Und mit der zusätzlichen Ressource, die hineinkommt, hat das natürlich eine Verbindung. Das macht man doch nicht einfach so nebenher, als ob man sich da nichts dabei gedacht hätte. Also von daher zu sprechen, es gibt kein Konzept, das finde ich schon ein bisschen abenteuerlich. Aber wir müssen das einfach noch mal nacharbeiten. Aber Frau Bunse, was mich jetzt ein bisschen erschüttert hat, dass Sie dann hier das Thema Schulsozialarbeit auch noch aufmachen, auch da muss man, glaube ich, noch mal ins Gedächtnis rufen, dass es der Bund war, der diese Dinge uns entzogen hat und dass wir als Land zusätzlich die Aufgabe übernommen haben, damit das nicht vor die Wand gefahren wird und dieser Zweig, den wir ganz wichtig in der Multiprofessionalität brauchen, auch weiterhin erhalten bleibt. Auch hier hat das Land mehr als seine Hausaufgaben gemacht. Und ich will jetzt gar nicht erwähnen, dass wir auch im Bereich der Kita-Finanzierung mehr tun, als wir tun müssten und auch Anteile der Kommunen kompensieren, die sie nicht übernommen haben. Also überall davon zu sprechen, hier würde was ohne Konzept passieren. Wir investieren in Bildung mit Sinn und Verstand und wir nehmen die Aufgaben an und wir verknüpfen sie und wir können auf eine Infrastruktur aufsetzen, die selbst in dieser herausfordernden Situation besser aufgestellt ist als in allen anderen Bundesländern. Ich freue mich darauf, das mit Ihnen noch mal kleinarbeiten zu können im Ausschuss. Ich danke für den Antrag.